Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und damit hat uns EA tatsächlich heute sehr überrascht mit der Flashback-Spielerkarte von Cristiano Ronaldo. Also so gesehen auch eine Low-Budget-Version von ihm, die wir für ca. 240 bis 260k abschließen dürfen. Und wir schauen uns in diesem Video mal seine neue Karte an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Und ja, das ist eine Rückblick-Spielerkarte von ihm, womit EA seine Anfangsjahre bei Manchester United feiert. Und da werden sich sicherlich auch einige fragen, warum spielt er da nicht bei Manchester United? Und das ist einfach eine komplett rechtliche Frage. Zum Beispiel ist ja auch Juventus Turin hier im Spiel gar nicht vertreten und waren es auch in FIFA 20 nicht. Und da gibt es nur ganz, ganz besondere Ausnahmen, wie zum Beispiel David Beckham. Aber da liegt es auch daran, dass Real Madrid mit EA verpartnert ist und natürlich auch David Beckham selber. Okay, so viel dazu und jetzt zu der Karte und sie haben ihm direkt einen schwachen Fuß genommen, also ein Skill davon, er hat 3 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Spezialbewegung, die Arbeitsraten sollten glaube ich gleich sein, aber ich schau mal, er hat ja normal eine 92er Karte und ja, wenn man das betrachtet, hat er auf jeden Fall einiges verloren, zum Beispiel 14 Schuss auf seine 92er Karte, 6 Passen, 3 Dribbling, 5 Def und 5 Physis, aber ein bisschen schneller ist er geworden mit plus 2 Tempo. Ansonsten, ja, Ronaldo, halt typisch Portugiese, Serie A, lässt sich eigentlich ja schon mit so vielen Portugiesen, die sehr, sehr meta-würdig sind oder Meta sind, auf jeden Fall sehr gut verlinken. Er bringt seine guten Trades auch mit, den Power-Freistoß, Flair und den Ausdrissschuss. An sich ist es immer noch eine super Karte, darf nicht vergessen, es ist wirklich eine abgespeckte Version. Vermutlich gibt es auch in der Preiskategorie sehr, sehr gute Alternativen, die man auch dort spielen kann, vom Rating her. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Ronaldo und der hat immer noch seinen Bodytype in der ja, typischen Ronaldo-Version. Er wird wahrscheinlich auch breitbeinig beim Freistoß stehen und seinen gewissen Anlauf haben. Und ja, so viel zu der Karte, ist natürlich sehr, sehr abgespeckt, mit Schuss 79 ist ihm gar nicht so würdig, ist komisch auf jeden Fall erstmal so anzusehen, aber ich feiere das total, dass EA uns so ein Content bringt und ich würde da tatsächlich einen Hunter drauf geben und dann sieht die Karte auch dementsprechend gut aus. Man muss sehen, wie sich das so entwickelt, ich bin mal auf die ersten Reviews gespannt, ob das mit dem Bodytype auch so passt und wie er sich insgesamt verhält. Okay. So viel dazu und jetzt zu den wichtigen Sachen, für das ihr hier seid. Wir schauen uns die SBCs an und hier gibt es auch ein paar Packs zurück. Zum Beispiel haben wir hier ein Jumbo Gold Pack im Wert von 10k, ein Prime Electrum Spieler Pack im Wert von 20k und das seltene gemischte Spielerset, ja, das hat auch nochmal so circa einen Wert von circa 10k. Okay, seine erste SBC und hier benötigen wir einen Spieler aus der portugiesischen Liga. Team of the Week benötigen wir auch einen Spieler und dort habe ich euch die Wahl gelassen. Habt ihr vielleicht einen 81 plus Stürmer Team of the Week Spieler noch im Verein, könnt ihr diesen hier einsetzen und dann spart ihr euch nochmal so circa ja, so 12.000 Coins. Eine Teamgesamtbewertung in der ersten SBC, ja wirklich überschaubar von 80. Eine Teamchemie von 80 wird benötigt und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch vom Transfermarkt erst snipen. Die ganze SBC habt ihr nach Release circa 20 Tage lang zu grinden, abzuschließen, wie auch immer. Und ja, ihr könnt das 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Also wirklich komplett frei von Kopfschmerzen. Und dann legen wir jetzt los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen und jetzt folgt die Old Trafford Erfolge SBC. Und hier benötigen wir natürlich einen Manchester United Spieler, ebenfalls einen Team of the Week Spieler und dort haben wir den Tielemans genommen. Eine Teamgesamtbewertung von 84 ist erforderlich, eine Teamchemie von 75 wird vorausgesetzt und auch hier natürlich
11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt schauen wir uns die letzte an, Liga-Klasse. Und da benötigen wir einen Spieler der Premier League. Eine Teamgesamtbewertung von 86 ist hier erfordert. Also es wird schon mal recht teuer, aber nichtsdestotrotz erledigen wir das Ganze. Eine Teamchemie von 65 benötigen wir und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir noch einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC abgeschlossen und der Casual Cristiano Ronaldo ist dann euer. Mich würde mal gerne eure Meinung zu dieser Karte interessieren. Was haltet ihr davon, so weit zurückzugehen oder eine Karte down zu graden, um sie für den breiten Markt auch interessanter zu machen? So hat auf jeden Fall jeder mal die Chance, Cristiano Ronaldo zu spielen, auch wenn es nur die abgespeckte Version ist. Würde mich mal einfach interessieren, was ihr davon haltet. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gibt. Und falls ihr zukünftige SBC-Lösungen nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.